Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen mal wieder das Szenario der Woche. Jetzt habe ich aber nicht auf den Titel aufgepasst. Und ich habe ein neues Schiff, ich bin in die Bayern losgeworden und habe mir jetzt das Stufe 7 Schiff gekauft, was ich auch für dieses Szenario brauche, die Gneisenau. Wenn man es so richtig ausspricht. Hat sogar Torpedos, sehe ich gerade. Mein erstes Stufe 7 Schiff, muss ich dazu sagen. Und ja. Hier Stützpunkt, Kommandant. Wir erwarten die Ankunft von Transport- und Angriffsstaffeln. Kampfflugzeuge leisten Unterstützung während der Ladung und Evakuierung der Transportschiffe. Kriegsschiffkapitäne, säubern Sie die direkteste Route für die Flugzeuge in den angegebenen Sektoren. Okay, geleiten Sie mindestens 8 Transportschiffe zum Flugplatz. Nebenaufgaben, schützen Sie mindestens 45 Flugzeuge der Flugzeugverstärkung. Schützen Sie mindestens 3 Forts. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Bewaffnung ist hier. 3 unterschiedliche Flaks, die beste mit der Reichweite von 4,5. Unsere Hauptbatterie 17,8, Torpedo 6 km und Sekundärbatterie 5,3. Sichtbarkeit zu Wasser 15,7. Joa. Die anderen warten hier auch irgendwie. Okay, der wartet. Sind wir nur zu dritt? Ne, da hinten haben wir noch einen. Da blinkt hier gerade ein Ziel auf. Hatten aber dicke Wumm hier bei dem Schiff. Nicht schlecht. Mal gucken, wie sich das Ding so im Kampf schlägt. Noch mehr Ziele. Oh, den hätten wir. Ah, da vorne kriegen wir gleich Besuch. Komm, lad nach, lad nach, lad nach. What? Krepier! Oh, das gibt's nicht. Nahkampfbatterie habe ich gesagt. 5,3. Ja, sind schon. Ach, Torpedos haben wir ja auch. Dauert aber nur Ewigkeit, bis wir die ausgerichtet haben. Seine Torpedos ist nicht geworden. Ich habe auch Brandmunition. Was will ich damit? Wollen Schaden zufügen, verdammt. Ah, ich glaube, die kommen durch. Ah, er brennt wenigstens. Ich liebe es, wenn sie brennen. Ich habe das Gefühl, das neue Schiff lädt schneller nach als die Bayern. Weil
Nachladen ist natürlich immer interessant. Ah, der ging durch, aber... Fuck, fuck, Insel. Dreh dich. Ein Schiff haben wir schon verloren. Oh, Glückstreffer. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Ja, ist eine Latte. Die haben schon mehr zerstört als ich. Ich glaube, den lassen wir mal laufen. Wir kümmern uns mehr um Hähnchen hier. Wie sieht's mit dem Kopf aus? Oh! Das war Glück. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Da habe ich gepennt. Da habe ich gepennt. Mensch, guck doch mal auf die Map, Junge. Ah, Junge, schwarzer Kaffee, Mensch. Alter, heißer schwarzer Kaffee. So, next one, Feuer. Torpedos. Und raus damit. Ach, brauchen wir gar nicht. So. Was nu? Ich weiß gar nicht, wo die Transportschiffe sind, die wir beschützen müssen. Die kommen bestimmt gleich. Und die sollen mindestens 45 Flugzeuge schützen. 50 werden geschickt. Da geht's gleich los. Also genau da in 24 Sekunden. Wir landen dann wahrscheinlich da hinten auf der Insel. Gucken wir mal. Ich werde dann mal tippen, dass der nächste Angriff von der Seite kommt. Irgendwo. Oder von da hinten. Mal gucken. Ich bin hier auf jeden Fall falsch. Ja, yeah, Flugzeuge. Oh ne, scheiße, doch da hinten. Ein gegnerischer Flugzeugträger wurde im Einsatzraum gesichtet. Zerstören Sie. Ja, ich sehe aber die Atlanta. Auf 25 Kilometer. Okay, ist zerstört. Aber wo ist denn bitte der... Oh! Willst du mich veräppeln? Wo kommt der auf einmal her? Feuer auf festgelegtes Ziel. Ja, verstanden. Dann mal vor. Was hat er denn? Omaha kenne ich nicht. Also ich habe es noch nicht gespielt, die Omaha. Ah, zu kurz. Ah, von wegen. Bam. So. Wo ist denn der feindliche Flugzeugträger? Das würde mich mal interessieren. Der könnte uns hier noch ganz schön nerven. Da ist eine Atlanta, ist ganz gut. Ähm, 46 Flugzeuge erreichten das Ziel. Na gut. Zerstören Sie den Flugzeugträger Raptor. Ey, den Raptor mussten wir noch mal retten. Und was haben wir jetzt? Ach, die Transportschiffe, die ich nicht gesehen habe. Das heißt, wir fahren eigentlich so weiter, wie wir gerade fahren. Und dann lassen wir uns mal überraschen, von wo der Feind kommt.
Ich tendiere noch zu der Richtung. Gucken wir uns das neue Schiff an. Na gut, ist jetzt schon ein bisschen demoliert, aber... Das sind Torpedowerfer hat. Geben Sie den Angriffsflugzeugen Feuerschutz. Ja, dahin. Da hinten. Was waren überhaupt Y? Ich mach's einfach mal. War das Begleitschiff? Begleitschiff, sag ich schon. Begleitstaffel? Ah, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Wir sind noch zu weit weg. Ah, ne, ist so ein Flugzeug, damit ich besser zielen kann. Und. Einfach mal blind schießen, wenn überhaupt was kommt. Hab ich gegen Diesel geschossen? Ich glaube, zu kurz. Versuch war es wert. Und wir fahren jetzt genau dazwischen. Müssen wir. Wir müssen dazwischen. Autopilot aktiviert, dann kann ich zielen. Oh, jetzt lass mich was treffen da, verdammte Axt. Ah, komm, 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 komm. Duck zu kurz. So, können wir langsamer werden. Dann sollen sie auf mich schießen und nicht auf unsere Verteidigung. Ach ja, der Flugzeugträger Raptor lebt ja immer noch. Boah, immer noch zu kurz. Lack, Feuer, 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 Feuer. Hol die Flugzeuge da runter. Komm durch. Ja, verstanden. Na, Kacke. Egal, tot ist tot. Wo ist die Raptor? Ich will die zerstören. Ein Glückstreffer. Oh, zwei gute. Die schlagen ein. Doch nicht. Gut, wir holen uns den nächsten da. Der Lack war neu. Das ist ein neues Schiff. Nicht getroffen. Verdammte Axt, der Lack ist doch neu. Oh, mit denen da. Cleveland. 3 Sekunden. Goodbye. Zack. Nein, doch. Yeah. Zerstört. Ey, was macht denn das da? Halt, 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 halt. Die dauern. Alter, wo kommen die denn her? Ah, dreh dich, dreh dich. Scheiße, wir haben einen verloren. Fuck, 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 fuck. Kein Treffer, kein Treffer, kein Treffer, kein Treffer. Scheiße, scheiße, scheiße. Na, den musst du killen. Tut mir leid. Ich muss beidrehen. Ah! Wir haben die Raptor entdeckt. So, Nahkampf.
Torpedos sind raus. Und da fahren wir jetzt gegen die Phoenix. Zeitgleich kämpfen wir gegen die Colorado. Aber... nein, da. Ah, los, Nahkampfwaffen! Ach, scheiße, hab ich vergessen, das Torpedo. Wuhu, fuck you! Scheiße, scheiße, scheiße! Ah, ich Horst. Jetzt brennen wir auch noch. Na, ah, fuck! Mann! Oh, jetzt sind wir im Zuschauermodus. Gucken, ob wir es noch schaffen hier. Yeah, Flugzeuge. Darf ich mal was anderes gucken? Ja los, die musst du nur anhauchen da. Lass mein Tod nicht vergebens sein. Na los. Hat er super gemacht. So, nächsten, nächsten, nächsten. Scheiße, weg. Du bist aber gut, komm. Mit der King George, aber wenn ich ja gerade auf der linken Seite sehe, was da kommt. Alter Schwede. Naja, 2 Minuten müssen wir noch verteidigen. Scheiße, er muss auf Zeit spielen. Aber was da ankommt, das schafft er nicht auf Zeit zu spielen. Ich glaube, du musst dich drehen, King George. Schade. Ja, das weiß der doch. Der Spieler, der die King George spielte, weiß das ganz genau, dass der Zerstörer da kommt. Keine Torpedos losgeschickt, wunderbar. Also ein menschlicher Spieler hätte da jetzt schon was losgeballert, aber Gott sei Dank, das ist ja KI. So. Also, den Flugzeugträger haben wir schon mal nicht zerstört, ich glaube, den werden wir auch nicht zerstören. Nicht in der angegebenen Zeit. Beide sind angeschlagen, aber richtig angeschlagen. Also wenn wir das hinkriegen, wird es echt knapp. Er lässt sie auch durchfahren. So, den hat er noch mitgenommen. Bomber. Hause weg. Hause weg. Scheiße, er ist alleine. Er ist alleine. Und er brennt wie ein Weihnachtsbaum. Scheiße. 15, 12. Ah, fuck! Fuck! 10 Sekunden vor Ziel! 10 Sekunden! Das ist ja nix! Der hat es richtig gemacht. Er musste nach vorne, weil die anderen Schiffe hatten freie Sicht auf ihn. Also, er hat es richtig gemacht. Ich hätte auch weiter hinten bleiben müssen. Scheiße! Aber war echt spannend, muss ich sagen. Ich finde, vom Schadenausput habe ich mich schon sehr gut geschlagen. Besser als andere Szenarien bisher. Ja. Auch wenn ich es nicht gepackt habe. Ich werde es nochmal versuchen, aber die Folge lade ich hier trotzdem mal hoch. Auch dass ihr mal seht, ist ich scheitere. Ich scheitere nämlich sehr häufig.
Und ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Like da, ein Abo wäre noch besser. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!